herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wolfsburg GT Fanfest, heißt es, gell? Ja. Nadine läuft auch ein bisschen mit mir rum. Wir wollten mal die Autos jetzt mal angucken, was hier so rumsteht. Während Marco da Prüfstandsläufe macht, mir ist jetzt nur ein Fahrzeug hier extrem aufgefallen. Jetta. Mit Mercedes-Felgen drauf. Ich glaube, das sind die Maybach-Felgen, wenn ich mich nicht irre. Aber sieht gut aus, ne? Das ist schon krass, ja. Sieht man ganz, ganz wenig eigentlich. Jetta. Zeig mal von vorne nochmal. GLI. Kann es sein, dass es ein US-Import ist? Dass es dann so hier gar nicht gibt? Aber die Form, wenn du von der Seite guckst, sieht ja aus wie eine A4. Auf jeden Fall. Auch das Verbreiterte. Ich glaube nicht, dass das so... Nicht original, meinst du? Ich glaube nicht. Guck mal, wie weit das rauskommt. Das kann ich... Also ich glaub, ja, fast schon zu viel, gell? Ja. Ich bin von dem Neuwagen-Dinger ein bisschen raus und deswegen... Ja, wollte ich sagen, keine Ahnung, ne? Nicht mehr, davon nein. Ganz viel. Seit 2-3 Jahren bin ich da raus. Es wird ein bisschen VW-lastig. Ein bisschen GT-lastig, sage ich mal. Also hier sind im Prinzip Autos getunte und auch sehr, sehr original, absolut original Zustand, ne? Wie zum Beispiel so ein Golf, der so breit ist, also GTI, da, original GTI 16V. Wie rum sollen wir laufen? Ich weiß gar nicht. Wir weben uns durch. Ja, natürlich auch ganz, ganz viel R32 dabei. Das ist der 8er, aber das ist noch nicht original da unten, ne? Ich finde den 7er schöner. Nadine, ja. Was sagst du, 7er oder 8er? Das ist ein 7er. 7er, weil der ja, aber was dir, und die was dir mehr gefällt, meine ich. Das ist der 8er. Ich finde den 8er besser. Oh. Echt? Ja. Ich finde den 7er besser. Nee, ich finde der 8er hat so kleine Details, die einfach sportlicher wirken. Die Rückleuchten, das, also ich finde das ja, kann sein, dass er von außen ein bisschen moderner wirkt, aber ich finde von innen finde ich den 7er besser. Weil es ja alles nur noch digital. Finde ich aber cool, weil du hast viel mehr Funktion. Du kannst zum Beispiel sagen, der Beifahrer friert, dann wenn du vernetzt bist, macht er dem Beifahrer das echt? Ich habe einen GTI, wärmer. Aber wir kennen die Funktion nicht. Oh, muss ich aber reinsetzen und ein bisschen sprechen darüber. Ich finde den 7er schöner. Ich finde den schöner. Keine Ahnung warum. Schlicht. Besser. Das sind nicht nur Golfs, natürlich sind auch viele Polos dabei, die GTIs sind. Ne? Aber ja. R32 sind auch sehr, sehr viele dabei. Ganz, ganz selten, ne? So selten sind sie anscheinend doch nicht, nee, ne? Da kommen sie alle aus ihren Löchern raus. Und die habe ich das richtig erfahren? Hier im Wochenalltagsvideo habe ich es auch gesagt. Man musste hier die Karte kaufen für den VIP oder wird... Das weiß ich selber nicht. Wurde das sortiert oder, ich, oder? Also ich dachte eigentlich ausgelost. Ich weiß es aber nicht, wie das Verfahren war. Ach so, okay. Aber guck nicht, mal, hier, wir hatten gerade die Frage nach dem Polo und nach dem Golf. Nein, das ist ein Golf. Das ist ein Polo. Ach scheiße, siehst du mal. Siehst ja, du, was ich okay, meine? Ja, ja, ja. Es gibt halt nur so kleine Details. Krass. Du hast ja gar nicht in die Rückleuchten, ne? Ich habe jetzt wirklich gedacht, das ist auch ein Golf. Das ist ein Polo. Jetzt bin ich jetzt mich selber unsicher, aber die Sicke ist eigentlich Polo. Das ist Polo. Aber das ist ja der neue. Das ist der Vorgänger. Hey, wir erzählen Scheiße jetzt. Nein, das ist ein Golf. Nadine, das ist auch ein Golf. Und das ist der gleiche, bloß in schwarz. Seit wann hat der denn eine Sicke? Okay, wenn das der 8er ist, aber hier zum Beispiel... Er hat in dem Sinne keine. Ja, der 8er ist anders, aber das ist ein Golf. Du hast mich schon mal unsicher gemacht. Ja, hast aber recht, das könnte ein Golf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir laufen weiter. Ich weiß. Schön. Ich finde, der ist sehr schmal für den Golf. Weil er hoch ist. Martini fällt dir ganz arg, gell? Mhm. Vor allem der weiße Pulli. Mhm, mein weißer Pulli, genau. Das ist ein Polo, guck. Okay. Golf 5. Ja, das sind so meine Welte eher so, ne? Das finde ich schön. Ich mag die Zweier. Schön die breiten Radläufe. Also wenn so ein Golf wirklich nicht tiefer ist und keine Felgen hat, dann sieht er ganz anders aus. Im Originalzustand. So wie ein R32. Wieder Polo. Krass, wo die herkommen, die Leute, ne? Aus Österreich, guck mal. Hier, der eine aus Polen. Echt? Was mich halt gewundert hat, in unserem Hotel, wo wir sind, ja. Wir sind die Einzigen, die aus Deutschland sind. Oh, schön. Ja. Oh, das hat jeder lackiert so gefühlt, ne, früher? So sah früher mein Gameboy aus. Das ist Porsche-Lackierung jetzt. Das ist Porsche-Lackierung? Ja, es ist ein Effektlack. Ja, aber keine Porsche, das ist so Flip-Flop-Effekt, ne? Mir hat man gedacht, das ist von Porsche. Und dann fand ich meinen Gameboy gleich doppelt so gut. Polo GTI, wobei jetzt mittlerweile kommen die auch. Ja. GTIs, ja. Die Vierer. Ja, gut.
Ja, gut, dass man sie durch die Farbe mit dem Blau unterscheiden kann. Ein bisschen kannst du unterscheiden, ja. Gibt es noch den Tuner Oetinger? Ich weiß es nicht. Ich dachte ja, gibt es doch. Ja. Der ist komplett von Oetinger. Ich glaube nicht, dass es jetzt nur einfach ich weiß nicht. Hier ist dieses mit dem, was immer so eine Zeit lang so innen war. Mir gefällt's dir? Ich fand's am Anfang sehr, sehr geil und mittlerweile zu oft gesehen. Ja, wieder satt gesehen, ne? Oh, da sind die Lupos. Und da ist die Tuning-Ecke hier wahrscheinlich, ne? Ich finde so ein Lupo GTI cool. Lupo. Genau. Ich bin wieder nicht alles. Mit dir diskutieren. Oh je, ich sehe schon die Kommentare. Ja, Lupo oder Ab. Ist Ab nicht der Nachfolger von Lupo? Kann sein. Was ist das? Von wo kommt der her? Weiß ich nicht. Österreich? Nein. Schweiz? Das ist ein cooler Caddy. Jetzt will ich ganz genau, das Kreuz ist Schweiz. Schweiz. Oh mein Gott. Okay. Aber ich glaube, wir beide haben Talent, uns gegenseitig voll zu verwirren. Voll. Oh, auch aus der Schweiz. Halbe Auto. Ich habe mich gerade vorher schon gewusst. Aber das gehört zusammen. Ja, auch zum ersten Mal Golf 1 mit Anhängerkupplung, ne? Oh, wow, auch schön tief gemacht. Ja, ne? Aber guck dir mal den Weg an, ne? Also ich glaube, da Schweiz ist das schon sehr anstrengend. Das sind diese, ich sag jetzt, die richtigen GTI. Das sind diese, wirklich, durch und durch. Sag ja, nichts gegen GTI bei deiner, glaube ich. Ist wieder unsere Farbe, ne? Ja. Ach, ist bei dir auch so schwarz? Ja, schwarz ist immer gut. Ach, schön, auch die hinteren Felgen. Ja. Die Lippe passt jetzt vielleicht optisch nicht so für mich so. Nee, die hätte filigraner sein müssen. Ja. Das hätte der deutsche TV gesagt hier, da muss was drauf. Ja. Aber guck mal. Aber es ist aus der Schweiz, ne? Ja. Die 60 Schuften. Was hältst du vom Dreiergolf? Nicht so? Nee. Ich sag, geht. Ja, also bin ja viel gefahren, Dreier. Da finde ich den Vierer schon wieder zu groß. Ja, das stimmt. Ja, das kleine Niedliche ist verschwunden, ne? Ja. Aber merkst du, dass Dreiergolf hier nicht zu viele sind? Nee. Einser. Nee, hauptsächlich sind es natürlich 7er, 8er. Ja, komm, 2er haben wir auch erst einen gesehen jetzt, ne? Nee, 2er haben wir mehrere gesehen. Ich habe erst, ja, da steht auch wieder einer. Okay. Wir sind noch nicht durch. Da nochmal ein 1er. Ich fand die Farbe, als die neu rauskam, ganz cool. Was ist das? Ist das ähnlich wie dieses Porsche Suzuka Grau? Nee. Suzuka Grau habe ich auf meinem Golf. Eigentlich heißt das, glaube ich, Silver White. Glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich bin gerade heute ein bisschen dumm. Das ist, glaube ich, aus England, ja. Ja, falsche Seite. GTI. Lenkrad, ja. Alles falsch. 1er GTI. Oh. Oh, das ist 90er. Oh. Junge. Mit den Felgen hätte er ein bisschen mehr rausholen können. Ja, ich finde es ein bisschen too much, aber irgendwie ist es wirklich typisch. Das war ein 90er. Das war, was am Wörthersee rauf und runter gefahren ist. Natürlich nicht mit den Klarglasrückleuchten. Aber hast du die Endrohre gesehen? Nee. VW Club Zürich. Oh, da wohnt der Waschbär drin. Ich hab dicke Hände, ne? Aber damals wahrscheinlich gebaut und nie wieder verändert. Guck mal, funken sie sogar, dass die unterwegs auch quatschen können miteinander. Nicht schlecht. 1.8T verbaut. Ich finde die Passats nicht schlecht. War halt extrem. Oh, da verarscht mich jemand hier. Junge. GTI. So, ganz schlicht. Ich finde den sogar schöner. Ja. Oh, hier auch. Oh, alles England. Guck mal. Krass. Aber man merkt, das ist doch so diese GTI-Fans. Nicht die Tuning-Szene, ne? Oh, so, nicht. Ja. Oh, das ist auch cool. Picobello, ne? Und dann noch mal Lieblingsfarbe. Geht halt komplett unter, ne? Die Räder. Ja. Alles wie neu da drin. Der Zustand ist richtig geil. Mhm. Ja, ich glaube, der wurde auch komplett einmal neu gemacht, ne? Cool. Aber teuer geworden. Ja. Auch 90er? Ja, eher Mitte 90er. Oi. Oh, das ist cool. Eine Armdings. Ja. Und in der Mitte hat er auch einen. Und was ist das? Das ist ein richtig bequemer, der Typ. Guck mal, was der hier alles verbaut hat. Ein Radio, was ist denn das für ein Schlüssel da, dass der Kassette nicht klaust? Wahrscheinlich. Siehst du das? Die Musik wechseln kannst her. Keine Ahnung. Für die Frau gesperrt. Die Frau, genau. Was ist das? Oh, da fragst du mich was. Das wissen bestimmt die Leute, die jetzt das angucken. Also wahrscheinlich auch, also keine Funktion, sondern einfach nur Spoiler. Was anders kann vielleicht ich vielleicht Wind, dass er windschnittiger wird und dass es hinten mehr verwirbelt. Ich glaub, wir erzählen halt mal was, ne? Ich glaube, wir beide zusammen, dass wir
Wird nicht gut. Das hier sehe ich zum ersten Mal. Wir erfinden voll die Sachen. Ja, aber ich habe das noch nie gesehen vorher. Ich habe noch keine Katzentreppe gesehen. Doch, hier, Katzentreppen. Nee, das ist keine richtige Katzentreppe. Die finde ich nämlich bei manchen Autos sehr, sehr schön. R32. Oh, da ist jetzt was Lautes auf dem Prüfstand. Sind das nur so Parkkappen? Ja, ja, die hängst du nur rein, glaube ich. Oh, der sieht gut aus. Das ist Wörthersee. Ja. Was ist das für eine Farbe? Boah, rot. Dickig. Aber rot-orange. Ja, weil das ist das richtige Rot. Ja. Das finde ich geil. Oh, weiß nicht. Doch. Sag jetzt nicht, das ist der G60. Ich glaube nicht, ne? Oh, doch. Das ist der Dings hier. 16 V60. Genau. Über 100.000, ne? Ja. Waren die alle viertürig? Ja, waren die alle viertürig? Guck mal, das. Tolle Hütte. Ist es der? Das ist ein Limited, ja. Das ist ein Motorsport. Geil. Kommt aus England. Ja, Golf G60. Aber krass, wie schlicht, ne? Und nur durch dieses. Ja. Oh, das ist süß. Oh, da ist noch Platz zum Schrauben. Hm. Das war doch. Nee, das war nicht auf dem Busch. Das ist ein Polo. Ja, aber das sah cool aus. Find den echt cool. Doch, das sieht gut aus. Aber kostet auch schon ein bisschen Geld wieder, ne? Mhm. Der rote da, der war auch auf dem Prüfstand. Der war schon drauf? Ja, und okay. Der ist wie neu. Oh, krass. Der war auf dem Prüfstand. Das Ding ist komplett neu. 126 gelaufen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob der schon mal restauriert wurde oder ob der komplett einfach. Sieht auf jeden Fall frisch aus vom Lack her, finde ich. Vielleicht ist es auch nur ein Garagenauto, ja, keine Ahnung. Wenn du dir mal anguckst, wie frisch das alles noch aussieht. Meinst du, dass er neu gemacht hat alles? Ja, da ist ja kein Stein, da nichts dran. Ja, aber vielleicht ist es auch. Also, das ist jetzt nicht unbedingt wirklich Tuning-Treffen. Das ist wirklich ein GTI-Treffen, definitiv. Also sind zwar ein paar tiefere Sachen dabei, aber mehr dieser, ja, wo auf meinem Kanal immer sagen, hier nicht so tief, nicht so schmale Reifen, das ist so, ja. Hier so mehr das Ding. Mal schön mit Semis hier drauf. 1,6 Liter, 110 PS, Kilometer, schau bitte selber nach, okay? Oh, 95.000. Jack Daniels. Oh, schon lackiert, ne? Also ist nicht foliert. 16V. 5V R32, ich finde die jetzt gar nicht so schlecht. Ne? Das sind diese Omanit-Felgen, wo der jetzt auch für einen Phaeton hat. Okay. Hast du nicht auf dem Phaeton schon gesehen? Doch. Das sind die gleichen Felgen, Omanit heißen die. Waren am Anfang brutal gefragt. Was? Das sind andere. 18er sind das, ja. Wir sind für den Golf R32 gewesen. Oh, nochmal ein R32. Wir sind sehr selten hier, ne? Ja. Oh, oh, noch einer. So selten, dass gerade nochmal einer kommt. Noch einer. Ich glaube, alle sind hier. Wie gut, dass ich bald keinen mehr habe. Oh, ich habe trotzdem noch einen. Mit Turbo. So, das Ding ist ja komplett im Stadion praktisch, das Treffen hier. Hier ist das Stadion. Und hier spielen die Profis, glaube ich. Keine Ahnung. Also Profis sind es auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die erste Mannschaft ist, oder? Oh. Bitte auf den Stein bleiben vorne. Oh, okay. Wir dürfen jetzt aber rein. Wir sind im Stadion. Schön, gell? Warte, nee, sieht man das so? Ja, ich sehe dich. Aber der hier ist schon cool. Also es sind jetzt, glaube ich, 38.000 Zuschauer. Und hier ist cool, du kannst wirklich jeden, ja, fast jeden, bis zur Hälfte kannst du die Leute erkennen. Ersatzbank kannst du komplett alle erkennen. Hat auch Vorteile, wenn das Stadion nicht so groß ist, ne? Was würdest du nehmen? Oh, ich weiß es noch nicht. Haben die Taschenteller? Oh, nicht mehr viel. Ja, das habe ich jetzt genommen. Gut, dass du nur eine Kugel genommen hast. Da ist echt nicht mehr viel drin. Das passt schon. Es ist schon 21.16 Uhr. Freitagabend. Es hört nicht auf, die Leute. Also, da drin ist schon nichts mehr los. Alle stehen nur noch hier. Wollen Leistungen müssen, beziehungsweise Sound hören. Also, das verstehe ich auch voll. Marco, voll im Akkord hier, ne? Ja, heute ist Samstag und es ist auf jeden Fall viel, viel, viel mehr los. Das sieht man schon hier. Alles etwas dichter. Der zweite Parkplatz fühlt sich auf jeden Fall auch schon. Also, man merkt hier, alles ist voll aktuell. Und natürlich sind schöne Golfs noch bekommen. Ja, doch, jetzt kommen die schönen alten Golfs. Also hier stehen so viele Einser mittlerweile. Und der wurde gestern gemessen. Im 1,8T. Gestern waren viele Einser auf dem Prüfstand. Und das hat mich wirklich so motiviert, dass ich gesagt habe, okay, such dir Einser und mach dir einen.
aber da gibt es auch in zig verschiedenen Arten. Am liebsten wäre mir natürlich der Motor, was der Marco gerade drin hat. 2 Liter Sauger mit einem Einzeldrossel, aber teuer. Aber am liebsten wäre mir so wirklich so ein 1er G60. GT wäre mir zu wenig. 1.8T, boah, passt vom Ding zusammen mal. Jetzt gut, ist der hier. 1.8T, schön verbaut. Aber Lack, brutal gut. Aber für mich sage ich jetzt ja, 1.8T ist nicht so 1er Golf. Ne? Deswegen 1er G60. Aber ich würde also den schon selber machen dann. So, jetzt bin ich auf einem anderen Parkplatz und jetzt guck mal, zufällig stehen hier ein 1er und ein 8er Golf. Ah, auf der Kamera sieht es jetzt nicht so extrem aus, aber ist schon sieht aus wie ein SUV hier, ne? Die Verbreiterungen sind weg, alles aus Blech. Finde ich gut. Finde ich fast schöner. Da kann man sich darüber drüber streiten jetzt, ne? Hier sind jetzt natürlich alles neuere 7er, 8er wieder. Viel. Also zu dem Thema Wörthersee. Da es jetzt nicht mehr am Wörthersee sind, ich weiß nicht, ob es aus dem Grund, aber ich denke, ja. Also Wörthersee ersetzen tust du damit hier leider nicht, weil du merkst einfach, dass es schon so diese GTI-Fan-Fahrzeuge sind. Klar sind auch mal solche schöne Dinger dabei, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber also ein Ersatz ist es nicht. Die Tuning-Szene fehlt im Prinzip komplett, mehr so diese Serie plus bisschen, außer die schönen Dinger hier, ja. Oh, das ist Traum hier, ne? Oh, echt schön umgebaut. Ne? Ja, Lupo. Und wie gesagt, ein Dreier in Rot. Schön breit gemacht, das Ding, ne? Danke. Stimmig breit, würde ich sagen. Also geht ja auch noch breiter und übertriebener, aber so ist das vom Konzept her genauso abgestimmt auf die Felgen, dass es sich an der Kante genau anschmiegt. Mhm. Ich habe ja meinen auch breiter gemacht im Blech. Ich glaube nicht so breit wie der jetzt hier. Hab mir aber den Schweller auch aus Blech gebaut, dass es dazu passt, weißt du? Ja, damit du die Kanten quasi hinten von den Rand genau. Einfach verbindest halt ja, nochmal. Ne? Ja. Aber cool, cooles Ding. Dankeschön. Ja, wir haben gedacht, wir kommen mal mit unseren 2er, 3er und 4er. Also alles gehört zu euch hier. Ja, ja. Aber guck mal, siehst du am Nummernschild. Wir jetzt ja, oh ja. Ja, ja. Oh ja, okay. Denn ihr habt ein Herzführer. Und ja. Autos allgemein. Konnte sich nicht entscheiden, ne? Also wobei, 3er in Rot finde ich fast am schönsten. 20 Jahre Jubiläum, ja. Originallack, also nachlackiert, keine Frage, ja. Aber dieses Tornado-Rot, Originallack, ist auch noch nicht fertig, ist jetzt erstmal hier, okay, kann man mit herkommen. Also ich dachte, R32 sind hier selten. Sind aber doch nicht so selten hier. Nee, hier nicht. Hier nicht. Nicht. Ja, also, da siehst du auch öfter mal welche über die Straße fahren. Ja. Also Caddys kommen auch nicht schlecht, ne? Jetta. Und da ist René sein Auto. Den kennen wir ja alle, ne? Blau. Ja, hier ist schon, hier hinten ist ja eher schon ein bisschen die Tuning-Ecke hier, ne? Der hat gelebt, ne? Weiß ich gar nicht, wie sieht es denn aus mit den Teilen eigentlich von dem Golf 1? Habt ihr da eine Ahnung, ob alles, wenn du das Ding zerlegst und frisch machen willst, ob da alles lieferbar ist? Oder gibt es da auch paar Dinger, wo du sagst, schwierig. Also, wie gesagt, ersetzen tut es ein Wörthersee nicht, aber für ein GT-Treffen finde ich gerade Location, wo es ist, wie das hier aussieht, schon echt gut und sehr gut gelungen. Und natürlich Verbindung halt mit Marco, das ist halt für die komplette Bereicherung hier, ne, fürs Treffen, dass du auch Prüfstand hier. GTs auf dem Prüfstand. Jetzt keine 800 PS Dinger, aber ja, also ich kann mir das gut vorstellen, nächstes Jahr auch hier zu sein, vielleicht mal ein 2er mal mit auszustellen oder ein 3er. Ja, schauen wir mal. Hier sind natürlich auch alle neue Autos ausgestellt. Ich finde den Touareg jetzt in diesem schwarz-matt lackiert echt cool. So, was Thema GT. Ich finde halt immer diese Prototypen, was die bauen, immer so cool. Was ich, da denke ich mir, warum baut ihr sowas nicht auf Serie? Auch der hier. Also, ich hätte gesagt, ein bisschen mehr Mut für sowas. Das schaut mal her. Ich weiß nicht, ob das teuer ist oder ob das nicht machbar ist, nicht Straßenverkehr zulässig kriegst. Ich denke, sowas würde sich sehr, 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 sehr gut verkaufen.
als ein Sonderdurchschnitt, jetzt nicht auch übertrieben. Ich sage jetzt mal sowas, ja, würde ich jetzt sagen, mal bei 70, 80, sowas bei 60, spare wieder. Und dann verkauft sich sowas auch gut. Mega Optik, mega. Gut, der ist ja schon, gibt es schon ewig. Ne? Ja, hätte ich gerne mal sowas gebaut, aber ihr wisst ja, was sowas kostet am Schluss noch. Was ich auf jeden Fall immer wieder viel bestellen muss, immer wieder, hier, Volkswagen Classic Parts. Ne? Und ich finde es cool, dass die immer wieder so Auflagen machen. Das macht ja auch Audi Tradition auch, da kenne ich ja den einen oder anderen. Die sagen, Audi, überlege sich, lohnt sich das nicht. Und dann gibt es da mal wieder eine Auflage, wo man denkt, boah, cool. Halt leider nicht billig, weil die machen ja nicht mehr diese großen Stückzahlen auf einmal, wie bei der Produktion damals. Und dann kosten die Dinger gleich um einiges mehr. Ja, und hier steht jetzt ein TT, den wir vor, boah, lass mich lügen, 4 Jahren, 5 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Hört mal, ihr kennt ja dieses Auto, ne? Diese Felgen hat der Onkel Mutlu gemacht damals. Für Audi. Komplett, ich glaube, das waren sogar 6 Felgen. Ja, kann ich euch genau sagen, wann das war. Die Reifen waren damals noch frisch. Oh, sag mal, 2015 Reifen. Das heißt, war 2016, 2017. Vom GTI-Treffen. Es ist echt ein Treffen, was gelungen ist, was ruhig ist, chillend. Wie gesagt, man kann es nicht mit Wörthersee vergleichen, aber es ist cool. Ob das jetzt nächstes Jahr nochmal stattfindet, weiß ich gar nicht. Da habe ich zu wenig Informationen. Aber es war wieder so ein erholsamer, cooler Tage. Und vielen, vielen Dank natürlich hier an das Team von Halle 77. Alle sind einfach perfekt, witzig, lustig. Du kannst dich mit denen unterhalten von A bis Z. Und daher nochmal vielen, vielen Dank von ihr an alle. Und man sieht sich definitiv wieder. So viel zum GT-Treffen. Ich habe jetzt noch um die 160 Kilometer, also 330. Und bin ich schon gefahren. Und mir kommt es vor, als wird der Golf immer lauter. Ich weiß nicht, ob ihr das Dröhnen hört. Nee, hört man jetzt gerade nicht so. Nein, jetzt gerade nicht so. Vielleicht. Da hört ihr es ja. Also.